Was sind aktuell die größten Bedrohungen im Cybersecurity-Bereich? Was tue ich bei einer Ransomware-Attacke? Oder wie wähle ich den richtigen Partner aus für ein Managed Service im Security-Bereich? Welche Rolle spielt Machine Learning, künstliche Intelligenz bei der Abwehr von Cyberbedrohungen? Viele Fragen, auf die es Antworten gibt beim SecPack Talk 2022. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier am wunderschönen Attersee. Bedrohungen sind eh schon seit längerer Zeit eigentlich relativ konstant. Wir sehen ganz viel Ransomware bei den Kunden. Das Spannende an der Ransomware ist, wir versuchen eigentlich gar nicht zu erkennen, wo die eigentliche Verschlüsselung passiert, sondern wir versuchen zu erkennen, was vorher passiert sozusagen, wie sie deployed wird, wie sie installiert wird, bevor sie sozusagen anschlägt. Wenn man sich auf das fokussiert, dann ist man eigentlich da sehr gut dabei. Das war, glaube ich, in jedem Gespräch war das Thema. Das ist in puncto Awareness-Bildung, in puncto Vernetzung. Die Leute reden endlich wieder miteinander, tauschen sich aus über alles, was die letzten Jahre passiert ist und erzählen einfach Geschichten aus dem täglichen Leben, wo andere wieder was mitnehmen und wieder was lernen. Was ist denn momentan die Bedrohungslage? Womit sehe ich mich auseinandergesetzt? Dafür sind so Veranstaltungen großartig. Ja. Danke, NTS, dafür. In Österreich sind die Unternehmen, die noch nicht gehackt worden sind, die nächsten. Dieses Bewusstsein helfen solche Veranstaltungen in die Breite zu bekommen, auch zu jenen kleinen Unternehmen, die immer das Gefühl haben, eigentlich bin ich zu klein für eine Attacke, das zahlt sich ja gar nicht aus bei mir, die auch darauf zu sensibilisieren, dass die Gefahr da ist. Dass es viele Bedrohungen gibt und auch, dass es neue Bedrohungen gibt. Nummer zwei in meinen Augen, dass es sehr schwierig ist, gutes Fachpersonal zu bekommen, weil es dann auch den Fachkräftemangel gibt. Und Nummer drei für mich schon auch, dass wir einen gewissen Nachholbedarf haben in Österreich. Herausforderungen sind eigentlich jedem ganz klar heutzutage. Wir haben eine verteilte Angriffsfläche. Es gibt tausende Dinge, die ins Netz gekommen sind. Es gibt die Mitarbeiter, die nicht mehr im Office sitzen, sondern mobil unterwegs sind. Also die ganze IT muss sich darauf umstellen, dass die Security, wie sie es früher gemacht haben, heute nicht mehr zählt. Ja. Unsere Idee war einfach mit einem Security Operations Center, das zentral bei uns angesiedelt ist, einfach mehreren, auch mittleren und kleineren Kunden die Möglichkeit zu geben, ein voll professionelles Security Operations Center zu bekommen und so quasi als virtuelle Verlängerung meines Teams einfach da Security im Unternehmen weiterzutragen und nach oben zu heben. Und wie sich's gehört für eine Informationsveranstaltung, wird zum einen nach dem offiziellen Teil noch immer intensiv weiter diskutiert. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch im intensiven Gespräch. Und zum anderen gab es viele Antworten auf die akuten Fragen im Bereich Cybersecurity. Es ist ein Thema, das alle Unternehmen dauerhaft begleiten wird. Umso wichtiger, sich da für die richtigen Partner zu entscheiden.